ist. Vom Sinner Gym rufe ich zu uns in die blaue Ecke Dirk Müller! Müller kämpft für Sailor Jim. Dirk ist 48 Jahre alt. Er hat beim Wiegen 92,2 Kilogramm auf die Waage gebracht. In seiner Ecke steht sein Trainer Senai Zajsevic. Dirk kämpft für die Uwe Huck Stiftung, Förderung von Kindern und Jugendlichen. Dirk Müller! Sein Gegner kommt vom Boxgymnasium aus Heidelberg. Ich rufe zu uns in die rote Ecke, Tom für die Hellhound Foundation Tierschutz. Der Kampf geht über 3x2 Minuten im K1. So. Da es ein Charity-Kampf ist und hier natürlich auch mit was geht, müssen wir jetzt erstmal auch die Regularien einhalten. Der amtierende Champion im Metal Fight Night Charity, Dirk Schäfer, kommt bitte mit seinem Pokal zu uns in den Boxring.
So, um diese Trophäe geht es. Um den Champion-Titel des Charity Man of Fight Night Gewinners. Er ist der amtierende Champion. Das bedeutet, er kann aus Verletzung heute nicht kämpfen. Der Gewinner aus diesem Kampf wird bei der nächsten Man of Fight Night gegen Dirk Schäfer antreten. Dirk, was sagst du dazu? Ausgeliehen, sonst gar nichts. Klare Ansage, okay? So, jetzt geht es natürlich darum, Dirk, darf ich dich bitten, mal das zu halten. Da es ja natürlich auch um eine Spende hier geht, würde ich einfach mal sagen, Senai, bist du bereit, Geld zu spenden für diesen Kampf? €200 vom Senai. Eddie, bist du bereit, Geld zu spenden? Russ? €200 vom Boxgymnasium. €200 von der Metal Fight Night. Das ist jetzt der Anfang. Nach diesem Kampf gehen unsere Helfer los mit einem Eimer oder einer Schüssel. Bitte, wenn ihr nur 10 Cent reinwerft, werft alles Geld rein, was ihr gern auch investieren wollt für die zwei Stiftungen. Also, das wird wirklich für einen sehr guten Zweck ausbezahlt. Wir zählen das nachher zusammen und verkünden auch, wie viel Geld wir zusammen gekriegt haben. Okay? Vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, lass die Spiele beginnen! Yeah.
Ende Runde 1. Stop! 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 St
kein Stopp geht. Ich rufe aber, bevor ich das Ergebnis verkünde, erstmal den Uwe Hück in den Boxring, der den Pokal hier überreicht. Applaus für Uwe Hück! Wir haben eine geteilte Entscheidung. Der Sieg geht mit 2:1 Richterstimmen in die rote Ecke zu Tom Schneider.